Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit meinem zweiten Char hier, dem Warlock. Ja, Loot tut gut, Motto. Und Meilenstein Loot abholen vom Weekly Reset. Wir gehen nochmal kurz in die Übersicht. So, also Flashpoints in der ETZ abgeschlossen. Dann Dämmung abgeschlossen. Zur Dämmerung gibt es jetzt ja auch mit den Anomalien so einen kleinen Schieß, ne? Also im Solarium hin und her rennen. Einer muss dann halt da immer die Anomalien abschießen. Kann man 4 Stück immer abschießen, kriegt man immer 2 Minuten dazu. Und dann kann man die Dämmerung sehr schnell erledigen. Könnt ihr auch etwaig da irgendwo bei YouTube gucken. Aber wenn ihr Prestige machen wollt oder das mit der Zeit 5 Minuten braucht, dann macht es auf jeden Fall so. Dann EP natürlich einfach so gefarmt, kommt immer rein. Ruf zu den Waffen, auch ein paar schmerzige Matches gemacht, läuft auch. Und ja, Tode Orbit hat gewonnen. Da kann ich mir leider keine Waffe abholen, weil zu teuer, weil 50.000 Glimmer. So, jetzt gehen wir mal erstmal ganz nach hinten. Machen uns da erstmal das erste Loot ab. Zu. Hab zu viel. Wie heißt noch? Soraya? Ja, genau. So. Für morgen hier. Muss man erstmal klarkommen, was hier so los ist. Ja, dritten Char muss ich auch demnächst anfangen. Oder will ich demnächst anfangen. Damit ich alle. Habto, Jäger, Warlock und Titan mal abwarten. Ob das gut wird oder nicht. So, Soraya, gib mir mal dein Loot. Du gibst einfach nicht auf, oder? Hast Gaul ausgeschaltet, den Reisenden erweckt. Und jetzt hört man überall, wie sehr cool. Du und dein Winterlist. Clan die Dinge in Bewegung setzt. Sehr schön. Und keine Option. Und deswegen habe ich mit dem ganzen... So, Mensch, da glaube ich aber nicht. Leider nicht, nein. Schade. Gut. Und die tanke ich mal ein bisschen mehr. So, 300 natürlich, kann ich natürlich impondieren. Dann eine Waffe auf 305 bringen oder hier einen Mod einsetzen. Dann habe ich auch auf 305. Guck aus, warum du hier bist. Aber ich bin noch nicht sicher, was ich hier mache. Was ist das hier für eine? Maschinenpistole. Ja. Meine Verborgenen sind überall verteilt. Automatik. Maschinenpistole, da könnte ich die Royale Gabe 2 vielleicht hochpushen. Ja, weiß ich noch nicht genau. Muss ich dann sehen. Aber auf jeden Fall habe ich hier schon mal eine Waffe, die ich auf 305 kriege. Das ist schon mal gut. Dann habe ich hier natürlich gekriegt. Die haben noch nicht Winterlist mit 305. Das ist schon mal nett. Sehr nice. Da muss nachher noch ein bisschen hin und her zwitschen und mal gucken, wie ich das hinkriege hier. So, was kann das Ding denn hier? Panzerhandschuhe. Ich kenne dich, Lord Fellwinter. Okay, so besonders sieht die gar nicht aus. Auf der anderen Seite vielleicht. So, was kann das Ding denn? Siegel des Kriegsherren. Siegel des Kriegsherren. Das Ausschalten von Feinden mit Nahkampfangriffen erhöht deinen Nahkampfschaden. Okay, vielleicht für PvP kurz gut geeignet, sonst eigentlich nicht so. Mobilitätsverbesserungsmodifikation und dann hier einmal Plaschstrahl-Verstärkungsmodifikation. Dann haben wir hier, ja, gut. Halt den Shader einsetzen und so, meine ich natürlich nicht. Sprich mit mir. Eigentlich müsste ich das hier jetzt infundieren. Ich weiß noch nicht, was. Warte mal. Eigentlich will ich neue Monarchie-Sachen einsetzen. Soll ich es mal einfach probieren zum Infundieren hier? Ich probiere es einfach mal. Auch wenn es vielleicht keine gute Idee ist, aber die exotischen Dinge gefallen mir gerade nicht so. 300, okay. Ja gut, habe ich schon fast gedacht, dass es so wird. Aber ich kann noch einen Mod einsetzen. Yay, das mache ich natürlich auch. Hier bin ich. So, mal wechseln. Ich werde natürlich die neue Monarchie-Ausrüstung hier reinpacken, weil ich gehöre zur Fraktion Neue Monarchie. Ob es gerade gut war, was gerade gemacht, weiß ich nicht. Muss man selber entscheiden. Aber die Handschuhe waren jetzt nicht wirklich gut. Dementsprechend gleich infundiert. Und sonst sind die ja noch in der Sammlung. Man kann sie jederzeit rausziehen und wieder infundieren oder mitarbeiten. Und da ist nicht so schlimm. So. Jetzt gehen wir zu wem? Gehen wir Lord Checks, ja, ne? Gehen wir zu Lord Checks jetzt. Und dann, ich glaube, Loot tut gut. Ah, ist wieder falsch gelaufen, wie immer. Hier verpeile ich immer die Abzweigung zu Lord Checks, aber gut. So. Was haben wir bei ihm? Du hast dich zu einem Favorit des Schmelztiegels gemausert. Genau, so ruft sie den Waffenloot abholen. 1, 2, 3 oder 3, 2, 1. Bam. Eine Schrote und einen hellen Ich weiß Anker. Deine Ansichten zu schätzen, okay. Warlock. Lass uns bald wieder mal reden. So, mit der Schrote mit 300. Aber dann nehme ich natürlich die Vereinigung rein. Peter, die Zeit ist gekommen. Da muss ich mal kurz wieder infundieren. Hoffentlich habe ich noch genug Crap hier mit. So, dann nehme ich hier natürlich Leere. Lass es so erstmal bestehen. So, jetzt habe ich eine Schrote mit 305 hier. Mal gut. Die Vereinigung ist ja sehr gut. Hat sehr gute Perks hier. Erzähl und mal, wie sieht das an der Front aus? Der Kreisen, sag ich mal. Was würde ich nicht darum geben, so, wieder Helm, kämpfen 305, zu dürfen? 305 Unsere sozusagen. Arbeit zwei ist Helme, noch nicht 305. beendet, Hüter. Was kann ich tun? Ja gut, das kann ich erstmal so lassen. Aber den habe ich hier gekriegt. Anker, suchender 4 Helm. Wir können viel voneinander lernen. Sieht auch nicht so wirklich toll aus. Da wird infundiert dann. Und ja, eigentlich so auf 305 kriegen, aber... Mal gucken, was ich den Helm einsetzen, weil ich finde ihn eigentlich ziemlich cool.
farblich noch anpassen, aber na gut, so gut sieht er auch nicht, aber besser. Er sieht besser aus als das Ding hier. Mit den beiden Ohren da oben drauf. Da muss ich nochmal gucken, was ich mache. Aber zumindest habe ich die Schulter jetzt schon mal hochgepowert, das ist schon mal gut. So, jetzt gehen wir Dämmerungsmeilenstein. Du hast heute für die Toten gesprochen. Dein Sieg ist unsere Antwort. Genau. So, Verenus-Künstler, Schattenwehr und Xenox-Tal 4. Handschuhe, okay. Wir können ja, wieder mit 300 hier. Ich natürlich wieder irgendwas implodieren oder reinhauen hier was. Ich weiß nicht, ob die Waffe so gut ist. Weiß noch nicht. Überredungskünstler. So muss ich mal vielleicht das exotische Schützengewehr Darcy hochziehen. Alles muss mal gucken. Reicht nicht. Aber auf jeden Fall kann ich das hier sonst erstmal drinnen lassen und dann notfalls auch nochmal Mod hochziehen. Auf jeden Fall kriege ich jetzt über 305er Waffen. Das ist schon mal gut. Aber ich hätte gerne mal Raketenwerfen mit 305. Das wäre sehr nett. So, hier nochmal Handschuhe gekriegt mit 300. Ja. Brauche ich im Moment nicht, kann ich vielleicht auch was fundieren. So, keine besonderen Handschuhe jetzt hier. Aber mit 305 wieder, wenn ich Mod einsetze. Somit kann ich hier wieder vielleicht eins von den beiden hier nochmal hochziehen. Aber ich hätte jetzt eher, was brauche ich eigentlich noch? Mal gucken. 305. Da, ich brauche noch Brustschutz, brauche ich noch. Und dann brauche ich noch, Brustschutz brauche ich nur noch, okay. Ja, mal schauen, ob ich den irgendwann mal kriege, den Brustschutz, wenn ich hier auf 305 komme mit dem Char. Wäre ganz nett. So, jetzt holen wir uns nochmal eben von K6 den Loot ab. Hat es jetzt auch schon erledigt, leider. Aber gut, ein bisschen was Gutes gekriegt. Wie gesagt, Meilenstein auf jeden Fall alle fertig machen. Sonst vergoldet ihr eine Woche, um ein Powerlevel hochzukriegen. Ja, hier ist Total Orbit angegeben, aber da brauche ich die Waffe natürlich nicht. Das hast du gut gemacht. Vergiss nicht, ich stehe hinter dir. Okay. Oh cool, Sonnenarmschienen ist schon mal gut und Todesotter. Mhm. Lass dich nicht unterkriegen. Nochmal Exo. Ja, ist ja gut, dann brauche ich das mit 305, hier läuft, da kann ich die hier schon mal kaputt machen. Vorher nicht doppelt, so dann kann ich die auch schon mal recyceln, das braucht man jetzt nicht mehr. So, dann kann ich das, wie gesagt, es fehlt mir hier. Ein Brustschutz fehlt mir hier leider. Aber ich glaube, ich mache das gleich mal anders. Da ist schon was eingesetzt, das ist nur ein Level weiter unten. Dann nehme ich die Robe hier. Dann nehme ich die Handschuhe. Du solltest mal die Berichte lesen, die ich über Mars reinbekomme. Wenn du denkst, ja, ein Power-Level weiter wieder runter, ist nicht so ganz so schlimm. Aber zumindest habe ich es ein bisschen mehr. Oder die neue Monarchie-Rohschutzrobe hier, wollte ich gerade sagen, an. Nur zu. Sieht schon ganz gut aus. So, dann haben wir noch Todesotter-Maschinenpistole schon wieder. Du wirst mich nicht kommen sehen. Ich hätte gedacht, dass ich mich darauf freuen würde. Ja, kann ich auch 305 auch kriegen. Aber mach ich jetzt nicht. Da muss ich mal gucken, was ich dann irgendwo damit infundiere. Ist auch nichts Besonderes jetzt. So, jetzt gehen wir noch kurz zum Toten Orbit, weil das noch angezeigt wird. Aber da kaufe ich natürlich nichts. Und ja, dann sind wir erstmal durch. Achso, ich muss gerne noch zeigen, was ich hast du die Wahrheit des Toten Orbits akzeptiert? So, besser hier. Spät als Glimmer, 50.000. Du erscheinst. Macht man natürlich nicht. Dein Rat ist so, dann habe ich natürlich vergessen, auf die Handschuhe hier. Panzerhandschuhe einzugehen. Die sind ganz gut, wenn man den Solarfokus benutzt. Sonnenarmschienen. Panzerhandschuhe, wenn jemand die Feuer der Sterne einsetzen kann, welchen Nutzen haben da Fleisch und Knochen? Genau. So, Heliumspiralen. Erhöht die Dauer von Solargranaten und gewährt Granatenenergie auf Solar-Nahkampftreffern. Dann haben wir hier Mobilitätsverbesserungsmodifikation und dann hier Plastra-Verstärkungsmodifikation. Natürlich erstmal Plastra einstellen. Ja, dann haben wir noch Kinetik-Munitionslager, Armschutz-Mod. So sehen sie aus. Sind eigentlich auch ganz cool. Wie gesagt, da müsst ihr auf jeden Fall den Fokus hier nutzen. Sonst bringt das nichts, weil ihr braucht die Solargranate. Die ist dann sehr, sehr stark und die läuft auch. So sieht dann der Schaum aus. Wie gesagt, mein Helm muss ich immer noch mal modifizieren. Aber sonst sieht der Schein nicht ganz okay aus. Mir fehlt auch noch der neue Monarchie-Helm leider. Ich überlege, mach ich das mal eben hier. Ich mach das durch mal eben. Warte mal. Kann ich den nicht einsetzen. So, den ist 305. So, jetzt machen wir die neue Monarchie-Shader einsetzen. Kostet natürlich alles viel Glimmer. Ich finde, so sieht die ganz cool aus. Ja, das hat auch was, oder?
Neuer Monarchie-Style. Ein paar Sachen fehlen, wie gesagt, noch bei Monarchie noch hier. Aber sonst sieht er ganz gut aus, jetzt der Schar. Finde ich, vom Design her. Schöne Ausrüstung. Ja, gut, das war schon viel geredet. Und vielleicht hat es ein bisschen gefallen. Wenn ja, Dankeschön. Und lasst vielleicht ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal hier auf meinem Channel. Reingehauen. Tschüssi.